So, ihr Lieben, da werden wir wieder mit Golden Sun. Jo, und ich habe ein bisschen eingekauft und musste leider Gottes auch ein bisschen leveln, weil mein Geld nicht ausgereicht hat. Gelevelt habe ich schon in Carley, was so viel bedeutet wie, ich kenne den Weg. das Ganze hat gereicht, das Geld, bis zu ein paar Kleinigkeiten, also ein paar neuen Rüstungsgegenständen. Ich habe dann auch noch ein bisschen, extra die Spezialwaffen da, die Artefakte gekauft, aber ja, da ging mir das Geld dann doch aus. Und jetzt fehlt mir noch ein gutes Artefakt für den guten alten Helden Isaac. Und hier aus Nostalgie töten wir einfach mal wieder ein paar Kondomköpfe, weil es schon so lange her ist. Ja, es ist schon sehr, sehr lange her. Und wir wären dann plötzlich auch schon in Carley angelangt. Jo, und da machen wir uns sofort auf zu Hammett. Weil der wird uns irgendeinen Mist erzählen. Er ist ja jetzt wieder zurück. Es sind Ivan und seine netten, tollen, genialen Superheldenfreunde. Perfektes Timing, wieso? So, ihr seid es. Ja, wer denn sonst irgendwie Besuch erwartet oder so? Ihr sollt nicht nach Lumpa gehen. Und trotzdem seid ihr gegangen. Ja, wir sind sehr umgezogen. Uns muss man da schon einsperren. Bitte, Layana, sei nicht so hart mit ihnen. Ja, genau, hau uns nicht. Wir mögen keine Gewalt. Ja. Ja gut, dann gib mir jetzt Belohnung. Ja, Carley hätte alleine damit fertig werden sollen. Das hätte nicht geklappt. Ihr hattet doch etwas viel Wichtigeres zu tun, oder? Ja, da hast du wahr. Eure Mission ist es, die Elementarsterne zu finden. Jo, und Felix. Sie ist so böse. Oh, Ivan, ich hätte Hammett retten sollen. Koste es, was es wolle. Ja, voll der Held. Gerade du, ne? Mit deiner tollen Verteidigung. Ja. Moment mal. Wir alle wollten Hammett genauso sehr retten wie Ivan. Stimmt das oder stimmt das nicht? Egal. Ah, ich bin hier im Unrecht. Was soll diese Duckhaltung, Mann? Ich habe einen Fehler gemacht. Wir reisen sofort ab, um uns Felix an die Fersen zu heften. Also, tschüss, Ivan. Geht sofort. Haut ab. Verzieht euch. Isaac, wir sollten gehen. Ivan, das Schreckliche. Willst du das denn wirklich? Tja, das weiß ich selber nicht so genau, ob er das wirklich will. Wollen wir gehen? Ja, wir gehen. Nimm deinen Schamanenstab und hau ab nach Hesperia. Nach Hesperia? Wo liegt das? Das klingt wie ein Hustenkrampf. So lauten die Worte des Jupiter-Adepten. Lieber Mars-Adept. Wo ist dieser Scheißort? Dies ist der Kontinent westlich von Angara. Nach was du nicht sagst. Wenn wir nach Hesperia gehen, was werden wir dort vorfinden? Ja, das weißt du vorher nie, Garrett. Ja, wer soll denn das wissen? Der Kontinent im Westen auf der anderen Seite des Meeres. Vergeudet eure Zeit nicht mit Plaudereien. Ihr müsst sofort abreisen. Ja, wir müssen immer abreisen und abhauen und keine Ahnung was. Niemand in Carley weiß, dass Hammett wieder hier ist. Wir werden Hammett für einige Zeit im Palast verstecken müssen. Es ist doch toll, dass er da ist, oder? Es ist doch wirklich toll. So, da bin ich wieder, ihr Lieben. Ihr habt's gehört, der Hund hat gebellt. Es hat an der Tür geklingelt. Ich musste kurz unterbrechen. Wir werden Hammett für einige Zeit im Palast verstecken müssen. So, das war's. Toll. Nimm deinen Schamanenstab und reise nach Hesperia. Und wo ist das? Und sei vorsichtig. Ja, so am Rande. Wo ist das? Komm, wir machen jetzt unsere Superfähigkeit. Komm, mach dich auch mal nützlich hier. Ich bin so glücklich, dass Hammett wieder da ist.
dass ich weinen könnte. Isa, Ivan, euch gilt unser ganzer Dank. Ich küsse euch die Füße. Lalalinalimu. Leianas Worte schmerzen sie selbst mehr, als sie ahnen würden. Sicher werden Isaac und seine Freunde ihre Gefühle verstehen. Nein, ich werde nichts verstehen. Ich verstehe nie etwas. Ich bin ein rücksichtsloser Depp. So, toll. Wir waren in Curly. Und jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Das ist die große, große Frage. Wir gehen jetzt einfach mal so ganz krass mal nach. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Da, da, da. Ja, mir ist das scheißegal, um wem du dich da sorgst. Den Gin habe ich schon abgestaubt. Kann mich ja nicht um jede Weltrettung kümmern, oder? Also echt. Und wo soll das jetzt sein? Ohne Seife waschen. Westen ist hier. Ja, ja, ihr kommt echt gerade richtig. Ich habe überhaupt keinen Bock, mit euch zu kämpfen. Und hier geht's nicht lang. Das weiß ich noch von... vom Leveln und ich stehe mal wieder volle Kanne auf dem Schlauch und deswegen werde ich kurze Pause machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich weiß nun hoffentlich auch ungefähr wenigstens, wo es lang geht. Ich habe nämlich kurz nachgeschaut. Ich habe getrickst. Ja, nein, getrickst nicht. Man darf nachschauen, wenn man orientierungslos ist. Ja, wir gehen wieder durch diese schreckliche... War das die Wüste von Lamakana? Da will ich nicht mehr hin. Da habe ich überhaupt keinen Bock hinzugehen. Da will ich nicht hin. Bitte, Mami, lass mich da nicht hin. Wir waren falsch. Wir müssen jetzt hier runter. So, wir gehen durch die Höhle von Gondoran. Die sieht so aus, als wäre sie die richtige. Jo, da hinein. Genau. Da gangen wir durch jetzt. Ganz grazil. Ja, ganz grazil latschen wir da jetzt durch. Und verirren uns bestimmt noch graziler. Ah, ich wollte doch nicht kämpfen, Manni. Ich hab keinen Bock zu kämpfen. Ich muss echt früh genug wieder leveln. Ach, Kraftwelle. Er braucht hier schon die Kraftwelle. Ich will die Telekinese. Ja, genau, das will ich. Ja, möge die Macht von Carrie in mir sein. So, und sind wir durchgelatscht. Das ist doch wunderbar. Ach, das freut mich doch ungemein. Sind wir wieder auf der anderen Seite angekommen. Das ist ja richtig cool. So, und da gehen wir jetzt hin. Passage von Gondoran, Hallöchen. Selbst wenn ihr nach Osten geht, könnt ihr Kale nicht erreichen. Ja, wagemutige Krieger, dabei komme ich doch gerade her. Aha, 6 merkwürdig aussehende Leute. Spricht er von hier? Oh, er hat auf mich gewartet. Wir sollen so schnell wie möglich zu Babis Leuchtturm gehen. Ja, danke. Danke, du wartest hier die ganze Zeit, oder was? Ja, ja, wenn man hier nicht alles selber macht, dann ist man so verschissen. Jo, wo ist der scheiß Leuchtturm? Da nicht. Wo ist immer denn hier? In Sulhalla. Ja, wunderbar. Ja, die Sandstimme waren schrecklich. Wir sind irgendwie falsche Richtung mal wieder. Also leichte Orientierungslosigkeit. Aber das ist schon richtig. Ja, das müsste schon richtig sein, ja. Oh, lecker. Das sind pinke Affen. Pink. Wer denkt sich sowas aus? Aber sieht irgendwie cool aus. Und mein Wecker hat geklingelt, obwohl ich keine Ahnung habe, ob ich ihn richtig gestellt habe. Aber ich werde dann doch an dieser Stelle mal stoppen und... Ja, weiß ich nicht, ja, okay, ich bin eh orientierungslos, von daher stoppe ich hier am besten und wir werden das nächste Mal weitermachen. Ich sage, bleibt dabei und
Nein, die hat noch gar nicht geklingelt. Ach, scheiße, heute geht alles schief hier. Oh, Leute, klickt das Video weg und schaut euch was Besseres an. Ey, sowas Verplantes habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Gestern ging schon alles schief, jetzt geht wieder alles schief. Es ist zum Heulen. Ich höre trotzdem jetzt auf. Ich habe jetzt keinen Bock auf so eine Horde Schweine. Und sage, bye bye, ciao ciao, adiamos. Unglaublich.